Zunächst auf dem Weg, das muss ich auch sagen, sind wir an einer Polizeiwache vorbeigegangen. Und ich hatte versucht, wir mussten rechts rumgehen und ich versuchte links zu gehen, weil dort die Polizeiwache war. Es war bekannt, dass die Polizei bei uns sehr liberal, also die war und auch nicht mitgemacht hat. Das wusste ich auch. Und dann aber wurde ich scharf zurückgewiesen, denn ich wusste, dass in dieser Neutorschule, in dieser Schule, wo der Sammelplatz war, auch im Keller manchmal SA-Keller war, also dass man da Leute auch misshandelt hat. Und das war nicht bewiesen. Manche Leute sagten, es hat nicht gestimmt, dass da unten, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Und auf dem Platz, wir waren vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden da, wurde plötzlich mein Vater gebracht und ein schmutziger Sack wurde drunter gelegt und da wurde er dann draufgelegt. Er war die ganze Zeit voll bei Besinnung, hat auch gesehen, wie die Möbel zu Hause, hat er später erzählt, zerschlagen wurden, mit Beilen und mit und so weiter von den beiden. Dadurch hat es länger gedauert. Und dann ist meine Mutter aus dieser Reihe rausgegangen und hat gesagt, sie möchte nach Hause unter Begleitung, da sie für meinen Vater eine Decke holen wollte. Er kann doch nicht so hier liegen. Und da hat ein SA-Mann, der Wache stand vor den Verletzten, es war nämlich nicht nur mein Vater, es wurden einige Verletzte gebracht aus anderen Stadtteilen, die dort rumlagen. Mein Vater war der am schwersten Verletzte, bis auf einen Todesfall, der auch war, aber der kam natürlich schon gar nicht auf den Platz. Und dann hat der SA-Mann, der vor meinem Vater Wache stand, den Dolch gezogen, auf dem Blut und Ehre stand, und hat gesagt, Ihr Mann soll genauso verenden, wie Herr von Rath verendet ist, der also ein paar Tage vorher in Paris ermordet wurde. Und da war's aus, musste meine Mutter wieder zurück. Und als dann es hell wurde, so um 7:30, kam Polizei auf den Platz. Denn Emden war Hafenstadt und man befürchtete, dass diese Trümmer auf den Straßen und so weiter, dass das fotografiert würde. Und man hat schon öfter Sachen aus Emden in holländischen Zeitungen gesehen. Damals war ja noch kein Krieg. Also es wurde fotografiert von Seeleuten. Und als die auf den Platz kamen, wurde sofort gefragt, was ist das hier über die Leute, die am Boden lagen, Verletzte. Ist hier ein Arzt unter den Gefangenen, wurde dann gefragt. Und da hat dieser Dr. Kretschmer, der unter den Gefangenen war, gesagt, ja, ich wollte schon länger zu den Verletzten, ich wurde nicht durchgelassen. Jetzt dürfen Sie, sagte dann der Polizeibeamte, der nachher auch ein Kappel, der früher der Demokratischen Partei angehört, das war ein sehr bekannter Mann. Und der hat sich dann hingekniet vor den Verletzten und selbst die Taschenlampe gehalten. Da erinnere ich mich noch sehr gut. Und der Dr. Kretschmann sagte natürlich, ich kann hier nichts machen, ich habe ja auch keine Sachen bei mir, wenn Sie die Leute retten wollen, denn nur wenn Sie sofort ins Krankenhaus bringen. Und daraufhin wurde durch Funk, durch den Streifenwagen, das haben wir gehört, wurde sofort und auch die Ärzte alarmiert im Krankenhaus. Und dann um 7:30 oder 8 Uhr wurden die Leute abtransportiert, es waren 4 oder 5 Leute, ins Emder städtische Krankenhaus.